Ja, passt doch. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum. Wenn ich das jetzt so mache. Nein. Ah, das bleibt dann auch so. Okay, das ist schon mal vorteilhaft. Ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen? Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit. Und ihm zu trotzen, ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Ja, es ist ein bisschen witzig, dass er seine ganze oder seine halbe Familie abgeschlachtet hat, der Kratos. Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen halten. Wir sollten weiter. Vor allem, warum sollten wir in den Krieg kämpfen? Vielleicht kann den Bluss. Wir einfach die Wärme. Das ist aber ein komischer Hund gewesen. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Ja, und dann müssen wir dann anscheinend zu diesem komischen Hunde Dingo-ähnlichen Gebilde. Ah, bist du ein Gegner? Ach, dann verpisst er sich. What the fuck? Er ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Halt von hinten da. Gut. Von hinten? Ich versuch mich. Aber wie? Ah, warte, Atreus. Ich bin hinter ihm. Ja, wie kommen wir sonst hinter ihm? Dann macht doch Sinn. Ja. Geschafft. Mal sehen, was Orme. Das sind sehr komische Kreaturen, die viel zu schnell für uns sind. Nicht mal Atreus Pfeile können den Vieh etwas anhaben, weil er einfach zu schnell ist. Da oben. Das ist schnell gelöst, Junge. Öffne das Tor! Die Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Finden wir da oben. Ich habe das Gefühl, dass wir hier aber noch Gegner finden. Da! Eine Kette, die wir hochziehen können. Folge mir, Junge. Ich weiß, wo es lang geht. Er ist ausgewichen. Sag ich doch, dass du ein Spucker bist. Aber können wir den denn nicht auftauen? Alter, ist das ewiges Eis oder wie? Ah, da ist noch einer. Grimm, da oben! Hol ihn runter! Eingefroren! Echt gehabt. Weg mit dir. Ach lol, da ist noch einer. Jo. Oh, ich hab den zurück an die Wand gefällt. Er wollte doch gerade runterspringen und dann sagt Kratos einfach nope. Natürlich kann ich das machen. Ketten sind lang genug dafür. Er scheint ja nicht gerade sehr gut zu sein, der Geysir. Was passiert, wenn wir den einsperren? Ah. So. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Ja, und wie sollen wir jetzt hoch, Junge? So, rüber. Der Klotz senkt sich ab. Ja, cool. Da ist noch die andere Kette zum Ziehen. Aber wie kommen wir dran?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Der Scheiß muss halt noch weiter runter. Und ranheften können wir uns auch nicht. Wie soll der Scheiß funktionieren? Kriegen wir das vielleicht? Will noch was treffen? Du funktionierst nicht. Haben wir hier hinten irgendwie was, was wir treffen können? Ne, von da kommen wir. Wir könnten maximal ein Teil mit einer Kraft nach oben schießen, wie sonst was. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Ach lol, da ist ein... Oh lol. Danke, Mimir. Hat auf jeden Fall geholfen. Versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Ja, Mimir, ich hab schon begriffen. Hast mir sehr geholfen, danke. Oh, und tap. Jetzt haben wir einen Aufzug. Ah, hier ist ja noch das Herz. Eins von Quasirs Gedicht. Sehr anspruchsvoll. Du solltest... Sollte mir das mal durchlesen, meinst du? Eine Geschichte unaufhaltsamer Genialität, ersonnen von Quasir. Stell dir vor, lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall. Kreischend durch die Lüfte fliegen, aber durch die Meere schwimmen sie. Und übers Land... sieht man sie rennen. Doch eine zwingt sie in die Knie, eine Kriegerin, unschwer zu erkennen. Woher kommt sie? Viele Fragen weckt. Ihr Haar trägt die Farbe von Blut, so rot. Verbotene Orte, sie stets entdeckt. Vergraben im Schlamm, doch bleibe nicht tot. Wer kann diese Maid nur sein? Die mehr ist, den Anschein hat, die Erfolg retten will, ganz allein. Und diese Bestie erschlägt, in der Tat. Was ist das denn bitte schön? Achso, hat und tat? Oder wie? Allein und sein? Ich glaube, auf Englisch macht das ein bisschen Sinn. Oder ein bisschen mehr Sinn als im Deutschen. Ist immer bloß so... nicht 100% richtig übersetzt oder so. So, dass es vielleicht ein bisschen Sinn macht, aber... Junge, den eigentlichen Sinn verliert, bitte, ne? Versteht er. Was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst? Naja, wie gesagt. Ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht wie es damals war zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Aber oh, reiner Zufall, wir werden ihn trotzdem treffen wahrscheinlich, oder? Das Erdbeben vorhin. Es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Und es ist Fimbulwinter. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Atreus, da vorn. Ein Dorf. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Nidavellir. Oh nein. Flieht, hey, ihr Narren. Zwerge. Oh, sie rennen weg? Ich glaube, Odin hat schon Bescheid gesagt. Kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Wo ist denn hier der Bürgermeister? So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst.
Naja, ich meine, hier ist ganz der Kriegsgott, der... Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Also ich meine, ich würde auch einen Alarm auslösen, wenn ich den Kriegsgott vor meiner Haustür hätte, der mehrere Götter abgeschlachtet hätte. Hey, entschuldigen Sie. Was essen Sie da gerade? Steckt er sich? Wenn ich ihn nicht sehe, dann sieht er mich auch nicht. Er kann uns nur sehen, wenn wir uns bewegen. Oder bist du eingepennt? Lutte ist eingepennt. Schön, dass er den ganzen scheiß Alarm verpennt, Alter. Wenigstens hat er jetzt aufgehört. Niedervelier. Und wir müssen nach Tier suchen. Hey, können wir kurz mit euch reden? Bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir sie lieber auf okay. Dann habt ihr keinen Huhn mehr. Uff, was ist denn hier? Die Gebäude hier sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. What the fuck bist du? Man hätte man sich auch denken können, wenn das grün blinkt. Guten Tag, kommen wir rein. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Einfach bloß so, damit man nicht irgendwie entdeckt wird oder so. Ah, hier könnte ein Laden sein. Da kommt man hoch. Können wir die Statue vielleicht umstürzen? Der Penner verdient. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Ja, ich muss kurz die Sohn abschlachten und mir Odin angucken. Krass. Ja, ich lass mir Zeit. Was ist denn da jetzt aufgesammelt? Einkaufsliste. Ein Fass Öl, so viele Bündel Feuerholz wie möglich, 5 Bahnen reinen Svartalfheim-Stahl und... Oh ja, verdammtes Eisen gegen den verdammten Hunger. Ah, verdammtes Essen. Ich esse auch immer Eisen. Das kommt gut in mein Blut. Was zur Hölle ist das links neben dir? Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Captain Obvious am Start, ey. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Oh. Krieg den Upgrade. Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien. Au! Will er jetzt die Sinne lösen? Über Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Schallschwingungen? Danke, dass du es jetzt versuchst. Soll ich es machen? Diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas. Oh, in Aktion! So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Skalva?